Der ein oder andere von euch hat vielleicht mitbekommen, dass ich neulich in Mannheim auf einer Veranstaltung zum Thema Radschnellweg in der Metropolregion Rhein-Neckar war und diese Veranstaltung dann früher verlassen habe. Das hatte unter anderem den Grund, dass vieles von dem, was in der Veranstaltung gesagt wurde, nicht gut referiert war und auch sehr leicht in Nachschlagewerken und Büchern nachgeguckt werden kann. Trotzdem habe ich mir gedacht, ich mache selber mal zum Thema Radschnellweg und insbesondere auch Radschnellweg in der Metropolregion Rhein-Neckar ein Video. Gerade weil ich mich ja auch viel mit dem Thema Verkehrswende beschäftige, fand ich es dann besonders interessant, einfach mal bei Raumplan in 3 Minuten, die 3 Minuten zu nutzen, um zu erklären, was ein Radschnellweg ist. Ein Radschnellweg, auch fachsprachlich Radschnellverbindung oder umgangssprachlich Fahrradautobahn oder Schweizerdeutsch Velobahn genannt, ist im Prinzip nichts anderes als ein Fahrradweg, der eine Stadt mit ihrem Umland, insbesondere dann, wenn es sich um einen Verdichtungsraum handelt, verbindet. Damit soll erreicht werden, dass im Sinne der Verkehrswende die Leute dazu animiert werden, vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen. Dies wird ermöglicht, indem man für die Fahrradwege eigene Trassen baut, wozu man teilweise alte, nicht mehr genutzte Bahntrassen benutzt oder auch bereits vorhandene Wege. Und dort, wo Straßen überquert werden müssen, die Radwege kreuzungsfrei über die Straßen verlegt. Und wenn es nicht anders möglich ist, dass eben die Verbindung ebenartig gemacht werden muss, dann wird oft eine Ampelschaltung eingerichtet, bei der die Radfahrer Vorrang vor den Autos haben, sodass sie sich möglichst schnell auf diesem Radweg bewegen können. In der Innenstadt kann ein solcher Radschnellweg im Prinzip ähnlich wie eine Straßenbahn sowohl auf einem eigenen Bahnkörper in der Mitte der Straße verlegt werden, oder mit je einem Richtungsfahrweg je Richtung oder eben auf einer eigenen Trasse parallel zur Straße, wo eben in beide Richtungen jeweils gefahren werden kann. Dabei sind auch die Maße ganz anders wie bei normalen Radwegen. Während bei normalen Radwegen oder auch Radstreifen, die oft auch parallel zu Straßen verlaufen, die Breite des Streifens oft nur 1 Meter bis maximal 1,50 Meter ist, gibt es bei einem solchen Radschnellweg 2 Meter je Spur. Dadurch ist eben möglich, dass man möglichst schnell aneinander vorbeifahren kann und auch weder die Radfahrer sich untereinander noch die Radfahrer durch andere Verkehrsteilnehmer behindert werden. Auf einem solchen Radschnellweg sind dann auch nur Fahrräder zugelassen und keine sonstigen Verkehrsmittel oder Verkehrsteilnehmer. Die genauen Regelungen dazu findet man in der Verordnung für die Anlegung von Rad- und Verkehrsanlagen im Straßenraum, kurz RAST. Und das ist auch so das Nachschlagewerk, das auch dort empfohlen wurde. Und die genauen Details will ich deshalb in dem Video nicht sagen. Wenn es dich interessiert, schlagt es da einfach nach. Zum Thema Radweg in der Metropolregion Rhein-Neckar werde ich in den nächsten Wochen auch nochmal ein genaueres Video machen und mich genauer auch darüber auslassen, wie man das so bewerten kann und ob ich das gut finde oder nicht. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten diesen Kanal. Wenn ihr mein Video besser fandet, wie diesen Vortrag neulich in Mannheim, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ansonsten, wenn euch das Format Raumplan in 3 Minuten gefällt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ich werde jetzt hier noch ein Video verlinken zum Thema Verkehrswende und da ist dann auch beschrieben, wie das Thema Radverkehr gut mit Verkehrswende vereinbar ist. Und an dieser Stelle sage ich wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich habe die 3 Minuten gut geschafft, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus.